Hunderte Pflegebeschäftigte und Pflegedienstbetreiber haben in Schwerin am 12. Juni vor dem Sozialministerium mit einer Demonstration auf die Missstände in der Branche hingewiesen. Der Pflege kommt eine elementare Bedeutung zu. Klatschen reicht nicht mehr, denn Pflege verdient mehr, machte das Aktionsbündnis Pflege in Not klar. Wir wollen darüber aufmerksam machen, dass in unserem Bundesland die Finanzierung der flächendeckenden Versorgung massiv in Gefahr ist, sowohl im ambulanten Bereich als auch im Pflegeheim, im stationären Bereich und in der Tagespflege. Wir müssen Veränderungen herbeiführen auf Landes- und Bundesebene. Ministerin Stefanie Drese empfing die Demonstranten. Sie teilte viele Forderungen wie mehr Aufmerksamkeit und bessere Bedingungen für die Pflege, mehr Solidarität mit den Beschäftigten, den Pflegebedürftigen und den pflegenden Angehörigen. Die Forderungen nimmt sie für weitere Gespräche gerne mit. Ich kann das sehr begrüßen, dass heute auf das Thema Pflege auch öffentlich nochmal aufmerksam gemacht wird. Ich brauche die Unterstützung, auch wenn es um die Frage Veränderung der Pflegeversicherung geht. Das ist ja schon eine Forderung von mir seit langem, dass wir eine Reform der Finanzierung in der Pflege brauchen. Ich bin aber auch dankbar, dass ich heute einige Aufgaben mitgenommen habe, die mir die Unternehmerinnen und Unternehmer ganz konkret für den Landespflegeausschuss mitgegeben haben. Dort war es also so, dass die Verhandlungsergebnisse mit den Kassen jetzt nicht auskömmlich sind. Darüber müssen wir reden. Das Aktionsbündnis Pflege in Not ist mit dem Ausgang der Demonstration zufrieden. Die Kundgebung ist gut verlaufen. Wir haben erreicht, was wir erreichen wollten. Wir haben das Gespräch mit Frau Ministerin Drese gehabt. Wir konnten unsere Botschaften rüberbringen und wir konnten Frau Drese erklären, wie wichtig es ist, dass wir sie jetzt an unserer Seite brauchen, dass sie die Agenda gegenüber allen Beteiligten, gegenüber den Kostenträgern, aber auch den Leistungserbringern gemeinsam kommuniziert und weiterhin begleitet und weiterhin dafür Sorge trägt, dass wir vorwärts kommen. Es hat sich in den vergangenen Jahren bereits einiges getan. Deutliche Lohnsteigerung für die Beschäftigten. Das neue Personalbemessungsinstrument wird für mehr Personal in Pflegeheimen sorgen. Dennoch, die Pflegebranche muss weiterhin mit Kostenträgern und der Landesregierung in Gesprächen bleiben.